Er ist hier und er hat uns noch nicht gesehen. Brynjolf, behalte die Tür im Auge. In Ordnung, Mädchen. An mir kommt niemand vorbei. Klettert den Vorsprung dort hinab und seht, ob ihr... Carlia, wann werdet ihr endlich lernen, dass ihr mich nicht übers Ohr hauen könnt? Als Brynjolf euch zu mir brachte, glaubte ich zu spüren, wie der Wind sich plötzlich drehte. In diesem Augenblick wusste ich, dass es so enden würde, mit einem von uns beiden vor der Spitze einer Klinge. Was hat Carlia euch in den Kopf gesetzt? Geschichten von ehrbaren Dieben? Schwüre voller Lügen und gebrochener Versprechen? Nocturnal schert sich weder um euch noch um den Schlüssel oder um sonst etwas, das mit der Gilde zu tun hat. Dann scheinen die Schatten mehr als nur eure Gegenwart zu verhüllen. Sie benebeln auch euer Urteilsvermögen. Unsere Handlungen unterscheiden sich nicht. Wir beide lügen, betrügen und stehlen, um unsere Ziele zu erreichen. Offensichtlich werdet ihr den Skelettschlüssel nie so sehen wie ich, als Schlüssel in eine Welt unermesslichen Reichtums. Stattdessen habt ihr euch entschieden, über euren verbohrten Ehrenkodex zu stolpern. Dann sind die Würfel gefallen und meine Klinge wird einmal mehr Nachtigallenblut kosten. Carlia, um euch kümmere ich mich, nachdem ich eure lästigen Gefährten beseitigt habe. Bis dahin solltet ihr vielleicht Brynjolf besser kennenlernen. Was? Was geschieht hier? Ich kann nicht aufhören! Verdammt sollt ihr sein, Mercer! Kämpft ich dagegen an, Brynjolf! Er hat die Kontrolle über euch übernommen. Tut mir leid, Mädchen. Ich kann nicht. Euer letztes Stündchen hat der Schatten.
Schlüssel und das Auge und dann nichts wie raus hier. Das funktioniert nicht, Mädchen. Irgendwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Sie bewegt sich. Wir müssen einen anderen Weg hier hinausfinden, bevor alles unter Wasser steht. Bricht alles zusammen. Nichts wie raus hier. Tut mir leid, Bürschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. 25 Jahre im Exil. Und dann ist es geschafft. Einfach so. Jetzt müssen wir nur noch für die sichere Rückgabe des Skelettschlüssels sorgen. Das wird leider nicht so einfach sein. Als der Skelettschlüssel aus dem Dämmergrab gestohlen wurde, wurde uns der Zugang zum inneren Heiligtum versagt. Die einzige Möglichkeit, ihn zurückzuerlangen, führt über den Pilgerpfad. Er wurde nicht für die Nachtigallen erschaffen. Er wurde erschaffen, um die zu prüfen, die nocturnal auf andere Art dienen wollten. Deswegen weiß ich nichts darüber, was euch erwartet. Brynjolf wird in der Diebesgilde gebraucht, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, während ihr fort seid. Und ich kann nocturnal nach meinem Versagen beim Schutz des Schlüssels einfach nicht gegenübertreten. Ich fürchte, ihr müsst das Ende eurer Reise allein antreten. Nehmt dies mit. Ich bin nicht sicher, ob es euch innerhalb der Grabstätte helfen wird, aber ich brauche es sicherlich nicht so sehr wie ihr. Diesen Bogen besitze ich schon fast mein ganzes Leben lang und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe, euch bringt er ebenfalls Glück. Ich bin schon sehr lange eine Nachtigall. Ich habe nocturnal meine Loyalität im Austausch gegen viele profitable Diebesjahre verkauft. Es war falsch, dass ich mich in Gallus verliebt habe. Erst durch diese Ablenkung konnte die Grabstätte entweiht werden und vermutlich hat sie ihnen das Leben gekostet. Ich werde keinen Fuß mehr an diesen Ort setzen, bis der Schlüssel zurückgebracht worden ist.
Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn stärker. Auch wenn Nocturnal nicht im traditionellen Sinn verehrt werden möchte, hatte sich um das Dämmergrab eine kleine Gruppe Priester zusammengefunden. Sie kamen natürlich niemals in direkten Kontakt mit Nocturnal, doch sie bestanden darauf, dass sie in ihrer Gunst standen. Als Teil ihrer Pflichten erschufen die Priester alle möglichen grundlosen Rituale und Zeremonien, alle im Namen Nocturnals. Diese Priester stellten keine Bedrohung für den Skelettschlüssel oder die Verbindung zu Nocturnals Reich dar, darum wurden sie geduldet. Eine ihrer Zeremonien drehte sich um den Pilgerpfad, die sogenannte Prüfung der Würdigkeit. Wenn ein Pilger den Pfad vollenden konnte, dann würde er angeblich eins mit den Schatten werden. Was das bedeutet, weiß niemand so genau. Die Verbindung zu Nocturnals Reich, dem Reich des ewigen Zwielichts, befindet sich schon in Himmelsrandseite, nun schon länger als Geschichte geschrieben wird. Das Dämmergrab haben Menschen und Meer um die Verbindung herum errichtet, um sie vor denen zu schützen, die ihre Macht ausnutzen würden. Durch diese Verbindung wurde uns Nocturnals größtes Geschenk zuteil, unser Glück. Was sie im Gegenzug davon hat, ist ein völliges Rätsel. Der Agent der Täuschung nutzt den Schatten, um das Urteil der Personen um ihn herum zu vernebeln. Indem dieser Agent die Dunkelheit nach seinem Willen webt, kann er andere so manipulieren, dass sie über einen begrenzten Zeitraum für die Nachtigall kämpfen. Der Agent der Tarnung ist Meister darin, ungesehen zu bleiben. Er kann die Dunkelheit manipulieren und zu seinem Vorteil nutzen. In mondbeschienenen Nächten oder verdunkelten Zimmern wird dieser Agent wirklich unsichtbar. Tut mir leid, Bürschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Tut mir leid, Bürschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal.